Zur Analyse der Größe und Menge von DNA-Fragmenten benötigen wir ein solches Agarose-Gel. Hierfür wurde Agarose mit einer Pufferflüssigkeit aufgekocht und in Form gegossen. Nach dem Abkühlen können wir den Kamm entfernen, sodass Taschen für unsere DNA-Proben entstehen. Nun setzen wir das Gel in eine Laufkammer und geben leichtfähigen Puffer hinzu. Die DNA-Proben werden zum Schweren mit blauem Ladepuffer versetzt und in die Geltaschen geladen. Die DNA soll nun durch das Gel wandern und dabei der Größe nach aufgetrennt werden. Hierfür wird eine Spannung angelegt. Die negativ geladene DNA wandert nun zur Kathode. Nach etwa einer halben Stunde sehen wir anhand der blauen Banden des Ladepuffers, dass die Proben in das Gel gewandert sind. Die DNA ist allerdings noch nicht sichtbar. Hierfür benötigen wir UV-Licht. Also wird das Gel auf einen UV-Tisch gelegt. Durch einen fluoreszierenden Farbstoff, der mit der DNA interkaliert, werden Banden sichtbar. Kleine DNA-Fragmente laufen schnell durch das Agarose-Gel-Netzwerk und sind deswegen weit nach unten gewandert. Große DNA-Fragmente werden im Gel stärker zurückgehalten und befinden sich deswegen oben. So auch genomische DNA, die aus sehr langen DNA-Fragmenten besteht.